Ja, Glückwunsch an Gino und an den MSV. Verdienter Sieg. Wir waren zu keiner Zeit so richtig in der Lage, richtig in dieses Spiel reinzufinden. Ich fand, dass die erste Halbzeit von beiden Seiten nicht ganz perfekt war, aber der MSV hat eben die Situation ausgenutzt. Wir kamen nicht gut rein. Wir haben dann laut dem Spielverlauf, sieht man ja auch direkt nach der Halbzeit, haben wir das 2-0 bekommen. Das sind alles so Nackenschläge, dann haben wir nochmal gewollt, aber konnten heute nicht. Ja, deswegen müssen wir schauen, dass wir dieses Spiel schnellstmöglich abhaken. Der Gegner war besser, war intensiver, war zweikampfstärker, war klarer in ihren Offensivaktionen. Wir waren nicht zielstrebig genug, nicht konsequent genug und deswegen am Ende auch der verdiente Verlierer. Müssen wir so annehmen. Glückwunsch nochmal an den MSV und wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Endlich hat sich die Mannschaft für die Mühe heute auch belohnt. Wir werden sicherlich auch schon letzte Woche uns richtig belohnen können. Aber das haben sie heute gemacht und ich hoffe, dass wir aus diesem Spiel jetzt noch mehr Selbstvertrauen mitnehmen und unser Spiel weiterentwickeln können, damit wir auch aus dieser Situation rauskommen. Großen Lob an die Mannschaft und ich möchte hier auch meinen Bäcker um die Ecke ein Glückwunsch schicken, weil heute war ich beim Bäcker und er hat gesagt, Trainer, ihr macht es, Trainer, wir glauben an euch und daher einen großen Dank auch an diese Leute, die an uns glauben und ich hoffe, dass jetzt wir noch mehr solche Leute dazu kriegen, die die Mannschaft unterstützen. Danke.